Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr Lieben, was ihr hier seht, sind leckere Erdnussriegel nach ghanaischer Art zubereitet. Ja, ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Viel Spaß beim Zuschauen. So, für meine Erdnussriegel verwende ich Erdnüsse. Diese hier sind geröstet. Dann Zucker, Prise Salz und Vanilleextrakt. So, ihr Lieben, zuerst werde ich die Erdnüsse mit einem Nudelholz ein bisschen zerkleinern. So, als nächstes werden wir die Zucker karamellisieren lassen. So, dann eine Prise Salz und dann lassen wir die Zucker karamellisieren. So Leute, die Zucker hat sich karamellisiert, ja. Jetzt gebe ich einen Schuss Vanilleextrakt. Schön verrühren. So, und dann können wir schon die Erdnüsse dazugeben. So, und dann alles gut vermengen. So Leute, meine Erdnussriegel ist jetzt fertig, ja. Ich werde sie jetzt ein bisschen auskühlen lassen und dann machen wir weiter. So Leute, meine Erdnussriegelmasse hat sich ein bisschen ausgekühlt, ja, so dass man sie einigermaßen anfassen kann. Ja, jetzt rolle ich sie aus und dann werde ich in meine gewünschte Form schneiden. Also möglichst bevor die Masse hart wird, ausrollen, ja. Weil das geht ziemlich schnell mit den Hartwerten. So Leute, da ist es. Erdnussriegel nach ghanaischer Art zubereitet. Ja, in Ghana sagen wir Inkatikek. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst mir ein Like und ein Abo. Ja, und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.